Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin's, Marco, und heute erzähle ich dir von meiner Klimmzugstange. Dies ist meine Klimmzugstange und ich habe sie heute erfolgreich angebracht. Und zwar mit diesem Bohrer hier. Das ist ein Bohrer. Und mit diesem Bohrer habe ich Löcher gebohrt. Ich habe 8 Löcher gebohrt. Hier sind 2. Und hier sind noch 2. Also auf jeder Seite 2, 4, 6, 8. Und mit einem Bohrer macht man Löcher, man bohrt, und ich habe diese Löcher in meine Wand gebohrt. Ja? Also mit diesem Bohrer habe ich Löcher gebohrt, und nachdem ich die Löcher gebohrt habe, habe ich die Klimmzugstange an die Wand gehalten, und dann habe ich Schrauben in die Löcher gedrückt. Ja? Ich habe Schrauben, das sind nicht ganz Schrauben, sondern eher nur Metallstangen, aber vorne ist eine Schraube. Auf jeden Fall, diese Metallstangen habe ich reingemacht in die Wand. Und auf der anderen Seite der Wand habe ich dann eine Mutter angebracht. Ja? Eine Mutter, aber Mutter, das Wort kennst du ja bestimmt. Aber mit Mutter meine ich nicht die Mutter im Sinne von eine Frau, die ein Kind bekommen hat, oder meine Mutter, sondern eine Mutter ist auch etwas, was man auf eine Schraube schrauben kann. Ja? Man hat eine Schraube und darauf macht man eine Schraubenmutter. Ja? Und jetzt hält die Klimmzugstange, hält perfekt, nichts bewegt sich mehr, und ich bin sehr stolz auf mein Werk. Ich bin sehr stolz darauf, diese Klimmzugstange angebracht zu haben, und ein Klimmzug mache ich auch für euch, und jetzt ab heute wird eifrig trainiert. Ab heute werde ich diese Klimmzugstange jeden Tag nutzen, und darauf freue ich mich schon total, und ich habe auch heute damit angefangen, und ich denke, es ist eine sehr gute Sache, auch eigene Fitnessgeräte zu haben. Ja? Dann braucht man nicht jeden Tag zum Fitnessstudio fahren. In meinem Fall würde ich dann, also ich möchte nicht so viel Sport machen, sondern intensiv Sport. Und ich möchte nicht genauso lange Sport machen, wie ich brauche, um zum Fitnessstudio zu fahren. Ja? Insofern ist das sehr zeitsparend. Immer wenn ich Lust habe, ziehe ich mich daran hoch und bekomme dadurch hoffentlich ganz viele Muskeln. Vielleicht magst du andere Sportarten, und man kann sich natürlich auch für andere Sportarten etwas für zu Hause besorgen, dass man die Sportart direkt zu Hause ausüben kann. Ja? Oder man spielt einen Teamsport, dann braucht man natürlich auch andere Menschen, und dann hat man vielleicht Wegzeiten, aber das ist die Sache auch bestimmt wert. Ich wollte euch noch kurz was anderes zeigen. Ich wollte euch noch kurz die Mutter zeigen. Ja? Also einmal, hier habe ich zum Beispiel auch eine Yogamatte. Ja? Wenn du Yoga magst, dann ist es natürlich auch gut, eine Yogamatte zu haben. Und hier auf der anderen Seite, also ich bin hier, hier ist die Klimmzugstange, und auf der anderen Seite der Wand sind hier, das ist eine Mutter. Ja?
Ich hoffe, du kannst es sehen, aber das ist eine Mutter. Ja? Das hier ist eine Schelle. Ja? Eine Mutter und eine Schelle. Und das hier ist Pappe. Ja? Und durch diese Konstruktion hält die Klimmzugstange sehr gut. Ja? Und Schelle hat übrigens auch zwei Bedeutungen. Ja? Schelle nennt man eigentlich eine Ohrfeige. Ja? Eine Schelle. Das ist das hier. Das ist eine Schelle. Ja? Oder auch dieses Metallding, was ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ich hoffe, du hast ein paar neue Wörter gelernt, die du vorher noch nicht kanntest. Ach, und bevor ich es vergesse, hier ist meine Inspirationswand. Ja? Das sind so die, hier mache ich alle möglichen Blätter ran, die mich inspirieren. Ja? Also hier zum Beispiel, change your morning, change your life. I get up in the morning. Und hier habe ich mir hingeschrieben, was mich am meisten begeistert. Ja? Und zwar stehe ich jeden Morgen auf, um neues Wissen mir anzueignen und meine authentische Leidenschaft mit anderen zu teilen, sodass ich Verbindungen schaffen kann und andere dazu inspirieren kann und dazu führen kann, eine bessere Version ihrer selbst zu werden. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Das ist das, was mich besonders begeistert. Und das ist auch genau das, was ich mir mit Authentic German Learning erfülle. Ja? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man etwas hat, was... dass man auch das tut, was einen am meisten begeistert. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, das war inspirierend. Ja? Vielleicht wollt ihr auch etwas Ähnliches haben. Vielleicht wollt ihr euch ja auch eine Klimmzugstange kaufen oder andere sportlichen Geräte. Und vielleicht wollt ihr euch auch eine Wand mit inspirierenden Sprüchen machen und inspirierenden Ideen, mit Ideen, die wirklich euch besonders viel geben. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!